bin ein großer Weihnachtsfan. Weihnachten ist für mich ein ganz besonderes Fest, wahrscheinlich das Fest, was am einzigartigsten im ganzen Jahr ist. Denn es kommt die Familie zusammen, man kann über das Jahr nachdenken, man kann über die Ziele für das neue Jahr nachdenken. Und bei uns gibt es einige Traditionen, die wir jedes Jahr wieder beleben. Das fängt damit an, dass wir am Heiligabend auf den Altkönig gemeinsam steigen. Das ist ein wunderschöner eine wunderschöne Erhebung im Taunus. Und das Schönste daran ist, dass sie nicht mit dem Auto erreichbar ist, sodass es verhältnismäßig leer auf dem Altkönig ist. Abends kommt die Familie dann zusammen, um gemeinsam in die Kirche zu gehen. Und für mich ist das Schönste, deswegen bedauere ich sehr, dass es dieses Jahr nicht möglich sein wird unter den Bedingungen der Pandemie. Für mich ist das Schönste, wenn der Gottesdienst endet und alle gemeinsam Stille Nacht oder O du Fröhliche singen. Und dann kommen wir zusammen zum Essen. Und auch das wird dieses Jahr wahrscheinlich anders sein als in den vergangenen Jahren, weil eben nicht mehr alle aus der Familie in diesem Umfang zusammenkommen können. Und dennoch wird es ein wunderschönes, ein wunderbar besinnliches Fest der Familie sein. Und ich werde es sehr genießen. Und wenn es dann auch möglich ist, und auch das ist etwas, was mir immer wieder große Freude bereitet, gehe ich dann ganz alleine abends nach dem Essen nochmal raus und genieße die Stille der Nacht und laufe über die Felder von Niedereschbach. In Kürze geht ein Jahr zu Ende, was für uns alle außergewöhnlich war. Aber jetzt kommt die Zeit, wo wir uns zurückziehen in unsere Familien, uns besinnen können und zur Ruhe kommen. Insoweit wünsche ich Ihnen ein glückliches und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes 2021. Machen wir uns jetzt bewusst, worüber wir im Jahr 2020 viel nachgedacht haben. Erstens, dass nicht alles selbstverständlich ist, und zweitens, dass in jeder Krise eine Chance liegt. Insoweit wünsche ich Ihnen, Ihren Lieben, Ihren Familien ein gesundes und glückliches Fest und einen guten Rutsch in das Jahr 2021. Weihnachten ist für mich traditionell eine Zeit der Besinnung und für das Treffen mit Familie und Freunden. Das wird dieses Jahr nur sehr eingeschränkt möglich sein, teilweise nur per Video oder per Telefon. Umso wichtiger ist es, dass wir in dieser Zeit aneinander denken und füreinander da sind. Ja, in diesem Jahr ist Weihnachten völlig anders. Für jeden persönlich bedeutet es auch, dass man anders Heiligabend feiert. Normalerweise fahre ich mit meiner Familie, meinem Mann und meinem 5-jährigen Sohn und meiner Mutter immer ins Allgäu, um Weihnachten zu feiern. Das wird dieses Jahr leider nichts. Deswegen feiern wir dieses Jahr zu Hause. Wir machen es uns da möglichst schön. Aber natürlich wird das nicht das Gleiche sein wie sonst auch. Ich hoffe aber, dass Sie alle auch einen guten Weg finden, wie Sie dieses Heiligabend gut verbringen können. Und das Allerwichtigste, bleiben Sie gesund. Liebe Hessen, dieses Weihnachtsfest wird anders werden. Die Corona-Maßnahmen werfen ihren Schatten voraus. Sie werfen einen Schatten auf jene Zeit, die wir mit unserer Familie und unseren Liebsten verbringen wollen. Festtagsstimmung mag in diesem Jahr dann nur schwer aufkommen. Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen dennoch ein friedvolles, schönes und stimmungsvolles Fest im Kreise Ihrer Nächsten. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit in diesen besonderen Zeiten hier aus Wiesbaden, aus den Fraktionsräumen der Freien Demokraten. Mein Name ist René Rock, ich bin Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie ein schönes Weihnachtsfest feiern können, trotz diesen besonderen Zeiten. Ich selbst werde das auch versuchen, in deutlich kleineren Rahmen dieses Weihnachtsfest so gut wie möglich gestalten zu können. Und ich wünsche mir, dass wir nächstes Jahr wieder feiern können, wie wir das gewohnt sind. Ich werde die Feiertage im engsten Kreis mit meiner Familie verbringen und ich wünsche allen Menschen in Hessen schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bin in Gedanken besonders bei den Menschen, die schwer an Corona erkrankt sind oder die Angehörige haben, die erkrankt sind. Und in Gedanken bin ich auch bei den Menschen, die auch über die Feiertage und über Silvester in den Krankenhäusern um das Leben und die Gesundheit ihrer Patientinnen und Patienten kämpfen.